Nee, bin ich nicht. Geil. Wir haben jetzt gestern einen unendlich langen Tag gehabt. War ultra geil alles. Das ist hier wirklich einfach ein Traum. Die Gruppe ist so geil. Es ist einfach nice. Aber ich habe auch so dämlich doll Bock, Clash Royale zu spielen. Krank. Das ist, also das, ihr sagt immer, ich bin süchtig nach irgendwas. Aber jetzt einfach schön Clash Royale, Clash of Clans, neue Season rein. Bisschen zocken, mit euch schnacken. Also danach bin ich deutlich süchtiger. So toll nur ein Arm, Mann. Selten jemanden gesehen, der so toll mit einem Arm streamt, Mann. Da ist zu. Hier kommt jetzt keiner mehr rein. Nein! Wer ist da so lost? Wer ist da so lost? Wer ist da so lost? Einer ist da ganz lost. Wir haben zwei Eingänge und einer will rechts rein. Nee, wer ist denn da so lost jetzt? Sag deinen Namen! Nee, der klopft immer noch. Wir haben zwei Türen direkt nebeneinander. Ich habe die rechte zugemacht, weil es zu laut ist. Die linke ist offen. Das hat sogar mein Hund damals immer gecheckt. Der sieht, der kommt zum Wohnzimmer, kommt nicht rein, läuft einmal ums Haus, sieht, oh, die Küchentür ist offen und geht dann da rein. Wie könnt ihr so lange an der falschen Tür klopfen? Warst du das? Warst du das? Nee, echt. Echt? Ich wollte gucken, wie lange ihr braucht. Ja, wieso haben wir denn nicht aufgemacht? Die linke Tür ist offen. Ja. Muss auch sagen. Ich meinte, wer ist da so lost? Die linke Tür ist offen. Sind wir einfach ready? Ist es das? Jetzt brauchen wir nur ein Deck. Boah, das ist so bitter. Also ich brauche auf jeden Fall die Magical Chest. Gold würde... Nico macht durchgehend Fax im Hintergrund. Mit Fax meine ich, er säuft. Gleiches Deck, aber Kobold fast für Sparky. Was mit Kobold Bora für Sparky? Ach, Kobold fast Level 8, Mann. Nee, das ist echt ein derber Struggle hier auf dem Account, ne? Bora ist gut und du hast ihn auf 9. Einfach Sparky, das ist doch ein richtiges Scheißdeck, das wird doch nichts. Sparky ist doch gerade, ich glaube, ich bleibe einfach beim Sparky-Deck, oder? Okay, wenn ich das schon mache, dann nehme ich noch einen Baby Dragon mit anstatt Sepp. Ja, das ist es. Das wird echt eine schwere Challenge. Ich habe keinen Big Spin, ich habe eine schlechtere Leitung, ich habe keine Karten, die gut passen, aber 7 Siege wäre schon sehr strong. Hey, Max, ja. Weiß ich nicht, ich brauche Clash Royale und Clash of Clans spielen. Was habt ihr vor? Naja, die wollen halt Dings, die wollen halt hier aufräumen. Aufräumen? Ja. Ja, die können ja aufräumen, oder? Ah, der Gegner spielt schlecht. Das würde ich fühlen, wenn ich den kriege. Ein sehr schlechtes Holz. Jetzt kommt direkt die Skelettarmee daher, weil der Baby Dragon noch tankt, weil die Skelettarmee geraged ist. Hat der Magier schon wieder ready? Ach, der hat die Valkyrie, Firecrackerin und... Okay. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, was der alles dabei hat. Der ist echt gut schlecht. Den muss ich kriegen. Saustarker Holzfäller von mir. Die Firecrackerin noch einen Shot rauskriegen, sind beide. Nee, oh mein Gott, wie schlecht schießen die denn? Gott, wie unangenehm. Oh, schön, was die Mutterhexe da macht. Noch ein Schwein am Start. Ich habe den linken Turm bekommen, lol. Direkt rein. Das sieht doch nach einem guten Match aus. Einfach rein da. Der hat noch einen Packer-Ballon, spielt der? Was ist das denn für ein Deck, was der hier hat? Wichtig, erster Win. Alter, was die Hexenmutter da zaubert, seht ihr das? Ich bin auch nochmal verteidigt. Nein, down gegangen. Egal, ein Schwein kommt durch, oder? Ein Schwein, 77 HP. Ich will kein Damage kassieren. Holzfäller und Nado. 30 Sekunden noch. Ich habe keinen großen Zauber dabei. Das ist ja irgendwie ein Struggle, ne? Das finde ich jetzt nicht so nice. 56 HP, der Turm ist down. Nein, ach Gott. 1-1, jetzt weiß ich nicht, welches Deck besser ist. Eieieiei. Aggressiver Nado. Jetzt habe ich den Nado nicht mehr in der Defense gegen den Schweinereiter, aber das reicht. Das ist es. Einfach mal auch ein bisschen frech spielen. Ich finde diese Firecrackerin-Challenge extrem geil. Die habe ich damals schon gespielt. Ich mag es nur immer nicht, wenn man so auf Krampf gewinnen muss. Weil ich brauche die Magical Chest auf dem Free-to-Play-Account. Also, es macht Spaß, aber ich muss gewinnen. Das nimmt so ein bisschen den Spaß. Macht es aber auch intensiver, aber auch vielleicht ein bisschen zu intensiv. Scheiße, das wird ein scheiß 2-2. Wenn überhaupt, ich muss seinen Turm noch kriegen. Da ist ein Ballon, den sehe ich nicht. What? Das war's. Ballon nicht gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Da stand auch genau mein Punktestand. Wie schlecht. Ach du Scheiße, was war das denn? Oh Mann, das ärgert mich. Na, jetzt wurde er ein bisschen zu gierig und das war eine richtig, richtig, richtig geile Defense von mir. Man darf sich auch nicht zu sehr pushen, das ist immer wichtig. Aber manchmal, wenn man ganz besonders abreißt,
Oh, jetzt wird er gierig, oder? Kommt doch niemals durch. Der kommt nicht durch. Kleines bisschen zu gierig. Ist ein wenig zu gierig. Hier noch schnell den davor. Er hat das bessere Deck. Er hat das deutlich bessere Deck in der Overtime. Wie ich sein Kackdeck hasse. Oh mein Gott, Alter. Er hat sogar schlecht gespielt. Er hat sogar sehr schlecht gespielt, aber Mega-Ritter-Ballon beim 2-2 sind schon ekelhaft. Drei Siege nur. Kann ich die komplette, den kompletten Urlaub weg Rage quitten. Aber mein Deck ist auch so kacke in der Challenge. Also ein richtiges Kackdeck. Und alle anderen Karten habe ich einfach auf Level 6. All I need. Habt ihr alle im Wasser? Nein. Oh, das war falsch gesungen. Witzig. Und wie ist das Wasser? Perfekt. Saustark. Und wie ist der Stream? Schwierig. Wieso? Harte Challenge. Harte Challenge, aber ich brauche die Wins. Was machst du da? Kannst du mir das einmal erklären, während du spielst? Wird das gehen? Mm-mm. Kannst du mir so ein Commentary erklären? Geht, glaube ich, gar nicht. Oh, geht, glaube ich, gar nicht. In your love tonight. Nico geht jetzt scheißen auf Klo. Schon wieder? Der war das schon das dritte Mal. Ist bei dir alles klar? Ja. Läuft direkt eine Rocket hinterher. Ich habe einen Sweater bekommen. Alarm. Sehr gut, Sydney. Sydney direkt geschaltet. Sweater. Was ist das denn? Ey, möchtest du eine Brause haben mit Hefe drin? Nein, gleich. Ich brauche erst die 6 Siege. Okay. Ich würde es sonst auch geben, ne? Nee, gleich. Ey, Chat, ganz viel Spaß mit Max, Mann. Ich werde gleich auch so in den Pool gehen, wenn ich die Challenge geschafft habe. Und wenn nicht, raste ich extrem aus. Du hast dem Chat schon erklärt, dass du gestern 4 Stunden im Wasser lagst. Ja. Okay. Das war den Leuten aber klar. All I need in your love tonight. All I need. Is your love tonight? Ah, chill. All I need is your love tonight. Ihr müsst wissen, Nico hatte gerade gefrühstückt. Ey, die Reinigungskräfte klopfen, glaube ich. Ich kann mich nicht drum kümmern. Da klopft jemand an der Tür, ja. Amar meint, er holt die Reinigungskräfte. Aha, sagt er. Ich habe ja auch gesagt, was soll das, habe ich gesagt. Die ganze Galerie ist hier geplaced. Ach so, ja. Gut, jetzt sind hier 5 Leute, die Ultra Party machen und 2 Reinigungskräfte. Wollte mich jetzt richtig so auf mein Gameplay konzentrieren. Ja, nee, ist super. Sehr nice. Oh, mein Hemd. Hast du es mit Fett bekleckert gestern, ne? Nee. Was sagst du mir? Ich hatte das Hemd zum dritten Mal an. 4-2, rein geht's. Ich muss aber mit einem defensiven Koboldbohrer in eine Firecrackerin starten. Oh, er spielt gut. Oh, er spielt gut. Oh mein Gott, ist der gut. Was ist denn jetzt passiert? Was ist das für eine Challenge? Wieso sind die so gut, die Gegner? Ich konnte jetzt meine Firecrackerin retten und ich glaube, diese gerettete Firecrackerin hat jetzt den Baby Dragon gekillt und macht sogar den Prinzen tot. Aber können die Kobolde hier da was reißen oder sind die instant weggeburstet? Ich weiß jetzt gar nicht, warum er um sein Leben spielen muss. So, wieder eine geile Defense. Ich hab sie gerettet einfach. Gegner macht einen Fail, da kommt gleich ein Prinz. Holzfäller schon da. Das ist richtig Damage, das ist der Turm. Jetzt hier noch direkt den zweiten Turm mit einem Zug. Der hat richtig Elixier verbrannt auf rechts. Das ist der nächste Turm. Die sind total direkt neben mir. Ich lasse es mir jetzt nicht anmerken, das ist immer wichtig. Aber hier ist total, hier sind total Leute, die aufräumen die ganze Zeit, auch hier am Tisch direkt. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, die gucken mich direkt an. Ja, die haben versucht, mich komplett anzugucken, Augenkontakt zu suchen. Aber ich bin total am Daddeln im Urlaub. Was denken die? Ich rede mit dem Mike und sitze hier mit dem Tablet und zock einfach. Und alle anderen sind draußen im Pool und saufen. Du einfach so, als würde ich telefonieren. Nee, die checken, dass ich nicht telefoniere. Die versteht jedes Mal, oh, stell dir vor, die sind Deutsch, oh Gott. Oh, was für Nado da. Oh, Alter, das ist einfach... Oh, er wollte gerade klonen. Nicht so laut, hier sind direkt Leute neben mir. Er wollte gerade klonen. Er spielt ein Klon-Deck und ich habe einfach Nado E-Giant. Oh mein Gott. Ah, es war auf jeden Fall der heftigste Counter des Tages. So wichtig einfach. So wichtig.
Wenn man ein geklontes Skelett tötet, kriegt man. Ja, lol, dann kriege ich einfach ein geklontes Schwein, witzig. Das wusste ich bisher nicht. Woher auch? Woher? Ja, es ist es. Die Putzkräfte wollen wissen, was du machst. Problem ist, neben mir stehen unfassbar viele leere Bierdosen und Flaschen. Die werden auch gleich hier sauber machen und ich glaube auch ein wenig in die Kamera treten. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe auch nur einen Arm. Soll ich das alles selber wegräumen? Neben mir ist auch ein riesiger Obstzeller, der ist abgelaufen, ist alles voller Schimmel. Das ist ja hier alles um mich herum, lockt Reinigungspersonal an. Lange bin ich hier nicht mehr safe. Das waren auf jeden Fall die 6 Siege. Dafür waren wir hier. Oder waren die Pfeile geil? Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. 21 Musketiere. Dreimal der Koboldriese. 8-mal ein Packer. 8-mal ein Packer. Das sind teilweise richtig schöne Trades. Können wir da schon was tauschen? Fest an. Oh, hinzufügen. Tauschen. Geil. Haben wir hier einen Packerspieler? Könnte nochmal ein heftiger Tornado werden. Oh mein Gott. Ich habe ihn mit dem Tornado nach vorne gezogen. Dadurch schießt die Feier. Oh mein Gott. Das war schon wieder sehr stark. Ich weiß nicht, ob es die ganze Zeit im Hintergrund flüstert. Es gibt zwei Reinigungskräfte. Eine ist ein bisschen jünger, eine ist ein bisschen älter. Und die Jüngere hat jetzt mit der Älteren irgendwas geflüstert, dass sie hier nicht reden dürfen, weil ich irgendwas mache. Super unangenehm. Kann ich bitte die 9 Siege haben und aufgehen? Ganz unangenehm. Man hat's gehört. Ja, man hat's flüstern gehört. So, das Spiel sieht jetzt, finde ich, ganz schön verloren aus. Er hat auch die Pfeile dabei. Er hat auch die Pfeile dabei. Die Bombe ist dran des Ballons. Wie bitter. Boah, ist das bitter. Ist das bitter. So ein gutes Deck. So ein gutes Deck, was er da hat. Egal, 18 ist geworden und das erste Ding war mega verkackt. Das letzte wären 10.000 Gold, ne? Bisschen schade, aber unter deutlich erschwerten Bedingungen. Absolut fein. Was ist das für ein weirdes Leben, Alter? In der Traumvilla, die anderen sind draußen am Saufen und ich spiele hier Clash of Clans. Neben dem Reinigungspersonal. Ich hasse das, wenn Leute neben mir sauber machen. Ich mag das nicht.